Hallo meine Lieben und willkommen wieder zu einem neuen Video von mir hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr kennt ja bestimmt schon diese ganzen Videos, in denen man schon alle Geschenke vielleicht so präsentiert, die man so vorschlägt, die man einem so schenken könnte. Und so eins mache ich heute auch. Also dachte ich mir, schraube ich mir ein bisschen was auf und präsentiere es euch einfach mal. Und ja, das ist dann sozusagen das erste kleine weihnachtliche Video hier von mir. Und ja, bisher ist es bei mir noch nicht so wirklich dekoriert. Das muss ich noch in Angriff nehmen. Aber das kommt dann auch noch bald in einem Video. Aber zuerst geht es an die Vorschläge, beziehungsweise auch vielleicht ein paar Sachen, die ich mir wünschen würde. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ich habe es ein klein wenig so kategorisiert und ich dachte mir, natürlich Beauty so im Großen und Ganzen geht immer. Und ja, da habe ich mir einfach mal natürlich mir so Beauty-Set mir mal natürlich ja in den Kopf gedacht. So was Zusammengestelltes, ja, was Zusammengestelltes so mit Mascara, ein bisschen Blush und sonstiges, aber natürlich nicht mit Foundation und sonstiges. Also so selbstgemachte Make-up-Kits wären irgendwie auch ganz cool und es einem der Freundin oder der Mama zu verschenken, wäre bestimmt auch was Schönes. Ein Wellness-Set so für zu Hause mit zum Beispiel Masken, so ein klein, wie soll man sagen, ja, also ein Wellness für zu Hause mit den Masken, Badebomben so zusammengestellt für die Wanne, mit so Handtüchern noch so dazu, was kleine. Sieht bestimmt sehr, sehr schön aus und ich dachte mir, das wäre bestimmt auch was Schönes für die Freundin, die Mama, Oma, egal wie. Und natürlich ganz klassisch gehen ja auch wie immer, der so Beauty-affin ist, neue Schminkpinsel. Da kann ich euch hier mal vielleicht welche mal verlinken oder auch hier vorzeigen, welche ich schön finde. Und ja, Schminkpinsel gehen ja so oder so immer. Dann gibt es noch eine Sache, diese Gua Sha Rollen fürs Gesicht. Das wäre auch so eine Sache, die ich auch irgendwie mal gerne ausprobieren wollen würde. Nur ich bin mir eben ein bisschen so geizig, die mal mir zu holen. Also das wäre sozusagen einer der Wünsche, die ich mir vielleicht, ja, wünschen könnte zu Weihnachten. Mal schauen. Aber vielleicht kaufe ich mir dann doch irgendwann mal selber und schenke es mir selber. Ne? Aber die Dinger sind ja auch ganz praktisch. Und das wäre auch sozusagen sowas für das Wellness-Set für zu Hause. So mit zusammen mit den Sachen. Wäre bestimmt auch ein schönes Geschenk. Natürlich separat Gesichtsmasken, so in verschiedenen. Zum Beispiel die von Garnier, da hat es ja verschiedenste Arten, die normalen Gesichtstuchmasken, die Milchtuchmasken oder auch die zum selber auftragen, ist bestimmt auch ganz cool. Natürlich fällt da auch darauf Parfums, das geht immer, egal ob für Frauen, Männer, das geht immer, das kann man immer verschenken. Je nach dem Duft, was derjenige sehr mag, ja. Das kann man immer verschenken. Und was ja auch noch so ein bisschen unter Beauty ja noch reinfällt, sind sozusagen die Spiegel mit den Leuchten, was drumherum ist. Also diese Spiegelleuchte. Oder ich weiß nicht immer, wie man es so nennt, aber jedenfalls die, die man, so wie ich es hier mache, mit dem Stativ, mit dem Licht, dass es so mir gut ins Gesicht fällt, die sind irgendwie ganz cool mit Spiegel so. Genau. Aber ich verlinke hier euch noch was, auf was ich natürlich damit meine. Dann habe ich noch so ein bisschen was wie Lifestyle. Und ich habe bis jetzt noch nie wirklich so in einem der Videos so gesehen, gab es sowas wie Reiseutensilien. Utensilien gesehen gehabt. Zum Beispiel so diese Kofferanhänger. Das ist bestimmt auch eine schöne Idee, damit es einem eben zu verschenken, sodass der Koffer nicht verloren geht oder generell so irgendwas für die Reise, zum Beispiel ein Reisepasshülle oder so ein Organizer ist bestimmt auch ganz cool. Und natürlich, wer kennt's, man will vielleicht auch mal wieder neue Koffer, aber man will sich nicht einfach
immer gleich so kaufen, dann kann man sich auch Koffersets wünschen. Also zum Beispiel das ist, ja, wünsche ich mir auch irgendwie gerade so. Aber mal schauen, vielleicht kaufe ich es mir auch noch selber, aber günstigere. Wer es aber irgendwie schönere gerne will, zeige ich euch auch mal gerne welche, die ich so persönlich sehr schön fände. Aber günstigere Varianten gibt es ja auch noch natürlich. Was aber eigentlich auch ganz cool wäre, man könnte sich es eigentlich auch schon irgendwie selber kaufen. Aber mal schauen, sind ja diese Nackenhärtchen fürs Reisen. Also wenn man damit dann im Flugzeug dann einfach gut schlafen kann, sind die Nackenhärtchen eigentlich ja ganz praktisch, wenn man es ja, einem schenken kann, der ja auf Reisen immer sehr viel schläft oder generell so, egal ob im Flugzeug, im Auto oder sonstiges, viel schläft. Und die ganze Zeit mit dem Kopf immer so hin und her ist und man weiß ja, es tut ja immer weh. Wenn man einfach so den Kopf hängen lässt, dann sind die Nackenhörnchen ja sehr praktisch zum Verschenken. Und wenn man weiß, dass derjenige das gebrauchen könnte. Natürlich gibt es ja auch immer so das Klassische, was man einem schenken kann. Egal ob für die Mama oder auch eigentlich ja auch so für Männer. Gibt es ja auch so Männerhandtaschen. Oder Taschen. Die könnten das vielleicht auch irgendwie ganz gut gebrauchen, so für seine Kleinigkeiten, sonstiges. Also, das wäre bestimmt auch was Cooles. Was irgendwie auch geil wäre, wären so diese Nackenmassagekissen da. Egal in welchem Alter, jeder fände es cool, wenn man eigentlich so einfach so da liegen könnte und das Ding macht die ganze Arbeit für einen und massiert den Nacken und Rücken. Das ist bestimmt auch eine coole Idee für diejenigen, die vielleicht auch ein bisschen Probleme hätten mit Schmerzen am Nacken oder am Rücken. Was irgendwie auch ganz cool ist, sind diese Pistolenmassagen für die ganzen, naja, ich bin ja auch so ein bisschen wie fitnessaffin, aber die so wirklich hardcore sind und so diese Massage so von diesem Gerät bräuchten, das ist bestimmt auch ganz gut für die. Also, ja, sind schon teuer, aber irgendwann mal könnte man sich mal auch sowas gönnen. Aber das ist bestimmt auch eine coole Idee für die Sportaffinen. Was aber auch irgendwie ganz schön wäre oder ganz cool ist zu verschenken, sind natürlich Kochbücher, egal in welcher Art. Aber die natürlich, die zum Beispiel ja Pamela Reif so Fans sind, dann würde ich die natürlich ja empfehlen, auch wenn ich gerade selber kein Kochbuch von ihr habe. Aber ich wünsche es mir natürlich. Aber die werde ich mir auf jeden Fall selber aber beschenken, weil ich möchte die sehr, sehr gerne haben. Da würde ich gerne mal die Snacks und sonstiges von ihr ja natürlich gerne ausprobieren. Also kann ich die Kochbücher zum Beispiel dann von der Pamela Reif sehr empfehlen. Denn die Sachen davon sehen so lecker aus, aber auch natürlich schön gesund. Oder auch mal hin und wieder mal nicht so. Also, es sieht mal so aus, aber es ist natürlich gesund, ne? Aber ja, davon kann ich die Bücher dann eben sehr empfehlen. Also, die werde ich mir auf jeden Fall selber holen. Was natürlich auch jeder gebrauchen könnte, egal ob Mann oder Frau, sind natürlich Sportklamotten. Die kann man immer sehr gut weiter verschenken, wenn man natürlich so die Größe weiß und das, was einem so gefällt. Also Sportklamotten gehen immer. Auf jeden Fall immer schöne Sportklamotten. Und vielleicht noch so dazu so Sportmatten oder so generell so kleine Utensilien als Sport Begeisterte. So zum Beispiel wie Fitnessbänder oder diese wie Kabelzüge nur für zu Hause, dass man es irgendwie an einer Tür anhängen kann. Ich glaube, ich kann es euch hier mal irgendwas verlinken, was ich damit meine. Also, ja, das ist bestimmt auch was Cooles zum Verschenken. Dann habe ich so ein bisschen was kategorisiert als selbstgemachtes. Also, oder auch personalisiert. Denn das geht immer, egal für welche Altersgruppe oder für alt. Jung oder Pärchen, Mama, Papa, egal wen, also sowas geht immer. Snackboxen für zum Beispiel
mein Freund könnte ich, oder Verlobten, sage ich, für den könnte ich jetzt zum Beispiel eine Box mit ganzen, so ein paar Eiweißriegel, seinen Lieblingssnacks und sonstiges machen. Das mögen ja bestimmt sehr, sehr viele sehr gerne und Essen kann man immer verschenken, ne? Natürlich gehen auch Fotoalben so schön personalisiert mit zum Beispiel den Hochzeitsfotos oder so mit den schönsten Erlebnissen des Jahres für die Mama oder auch eben ja, wie gesagt, für den Partner ist ja auch natürlich was Schönes. Was ja auch immer geht, sind ja so bedruckte T-Shirts oder Pullover, zum Beispiel eben mit dem Jahrestag oder mit einem coolen Spruch für den Partner oder auch Mama. Und dazu aber auch natürlich für sich dann auch noch sozusagen denselben T-Shirt oder Pullover mit demselben Spruch oder sonstiges ist bestimmt auch immer Schönes. Sowas habe ich auch schon zweimal meinem Schatzi verschenkt. Egal ob so wie für Jahrestag, Weihnachten, egal was. Sowas geht immer. Was dann auch noch immer geht, sind ja so selbstgemachte Gutscheine. Also so, ich hatte mir schon sowas wie überlegt für mein Schatzi, selbstgemachte Gutscheine dann für Madeira zu machen. Für die schönen Erlebnisse, die man da dann macht, dass man die dann da einlöst und die dann, ja, dort erleben kann. Man könnte sich dann sozusagen wie auch in einem Fotoalbum alles dann da so, wie soll ich sagen, festhalten, je nach Erlebnissen. Also sowas ist bestimmt auch ganz cool. Und was auch immer was ganz Schönes sind, sind so personalisierte Tassen, Gläser, zum Beispiel Weingläser. Ich habe jetzt zum Beispiel was für meine Schwiegereltern, sozusagen wie personalisiert mit ihrem Namen. Das wird dann auch schon bald ankommen. Habe es auch schon natürlich bestellt. Ja, das kann ich euch hier mal zeigen, was ich meine. Dann dazu ist noch zum Beispiel so eine Weinflasche oder sowas. Sieht bestimmt auch schön aus. Und sowas kann man den Schwiegereltern, Mama oder Papa, dann auch egal wann schenken. Egal für deren Jahrestag, Hochzeitstag, egal was. Also sowas finde ich immer schön. Und was gibt's dann noch so zum Verschenken? Ich habe es einfach mal so auf Sonstiges erstmal gemacht. Da habe ich jetzt zwar nur eine Sache, aber naja, Gutscheine. Wer nicht weiß, was man demjenigen einem schenken kann, gehen natürlich immer Gutscheine. Egal ob so für DM, Douglas. So für Klamotten zum Einkaufen. Sowas geht immer. Also für denjenigen, der keine Idee hat, was man einem schenken kann, sind Gutscheine immer ganz gut. So, das waren dann schon sozusagen meine sozusagen Ideen davon, was ich sozusagen verschenken würde oder so das, was ich mir wünschen würde. Also ein paar Sachen sind ja dabei. Ja. Wenn euch das hier gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und ich werde auf jeden Fall die nächsten Tage öfters mal Videos machen, was so ein bisschen weihnachtlich angeht, natürlich. Ja, bleibt hier auf jeden Fall gerne dran. Abonniert mich natürlich gerne. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Teil meiner Community seid. Nicht zu vergessen, dann aber auch noch die Glocke daneben noch zu aktivieren. So bekommt ihr immer die Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video online stelle. Und schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Dort versuche ich hin und wieder mal was zu posten. Also schaut auf jeden Fall gerne rein. Und ja, ansonsten würde ich dann mal sagen, wir sehen uns dann zu meinen nächsten Videos dann wieder. Bye!